guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in Bonn. Und was jetzt kommt, wissen Sie. 10 Kategorien, Sie haben es gesehen, eben in Zahlen 187 Einreichungen und 51 Arbeiten schafften es auf die Shortlist. Also über den Preis freuen wir uns extrem. Warum? Weil schon beim Briefing der Kunde gesagt hat, dass die Arbeit unbedingt Benchmark in der Branche werden soll. Nicht nur die Agenturen, sondern auch die Kundenseite hat da ein sehr positives Feedback. Viele von denen haben einen langen Weg hinter sich, um die Kampagne durchzubekommen, intern. Und wenn sie dann die Auszeichnung bekommen, ist das interne Bestätigung. Da war wirklich keiner dabei, wo wir hätten sagen können, mit gutem Gewissen, der kriegt nur Silber oder eine Bronze. Und daher gibt es 10 Goldene, was wirklich ganz, ganz toll ist und für die Qualität in der B2B-Kommunikation spricht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese Disziplin oder diese Kategorie auch entsprechend in dem Wettbewerb gekürt und geehrt wird. Das macht nämlich die Business-to-Business-Kommunikation auch besser. Wir sind der Meinung, dass der Bock da schon auch für uns eine Menge tut. Es ist eine sehr wichtige Plattform, um Kommunikation in ganzer Breite darzustellen, in allen Kategorien sozusagen, wo man B2B-Kommunikation betreiben kann. Jeder Preisträger ist ein Botschafter dafür, dass die B2B-Kommunikation besser wird. Das ist dann für mich hier auch an der Stelle einfach der wichtigste Preis. Die Kreativität, die da an den Tag gelegt wird, die setzt andere Maßstäbe, neue Maßstäbe, an der wir uns in Zukunft messen müssen. Das sind Leuchttürme, was die Kommunikation angeht. Kunden und Agenturen waren auf der Bühne und haben sich gemeinsam darüber gefreut, über die Auszeichnung, die sie hier bekommen haben.